Hier geht es speziell darum, um eine Versorgung von Verletzungen, die abseits der normalen Versorgung, die wir im Rettungsdienstalltag machen, die wir im Sanitätsdienstalltag machen, mit anderen Mitteln zu versorgen. Hierbei geht es besonders um penetrierende Traumen, um penetrierende Verletzungen bei Amoklagen, bei Terrorlagen, zum Beispiel Schussverletzungen, zum Beispiel Stichverletzungen und hier im Besonderen um starke Blutungen, die man stillen muss mit neuen Mitteln, mit neuen Verbandmitteln, wie wir sie bisher nicht eingesetzt haben. Wir haben jetzt hier ganz konkret in dieser Halle angenommen eine Amoklage in einer Schule. Wir haben einen bewaffneten Täter, der zum Teil mit Stich, mit Schuss wie auch mit Sprengwaffen vorgegangen ist, der hier einen Amoklauf in einer Turnhalle vollzogen hat. Es werden 10 Verletzte sein, die jetzt eingespielt werden. Diese Verletzte ist natürlich geschminkt von der Notfalldarstellung, hier vom Jugendnotkreuz in Oberstaufen. Wir werden also die Polizei als einsatzführenden Dienst vor uns haben, der dann sagt, wann wir in diese Gefahrenzone können, zum Beispiel wenn der Täter schon festgenommen wurde. Und dann können wir diese Personen natürlich sehr, sehr schnell versorgen. Wir wollen quasi Patienten, die eine sehr, sehr starke Blutung haben, bei so einem Vorgehen auch sehr schnell in der Klinik haben. Die Notfallmedizin hat sich in den letzten 20, 25 Jahren dahingehend stark verändert. Früher haben wir an Einsatzstellen sehr, sehr lange Patienten therapiert. Bei solchen Verletzungsmustern kommt es darauf an, dass der Patient sehr, sehr schnell in die Klinik kommt, sehr, sehr schnell auch Blutersatzprodukte bekommt und sehr, sehr schnell die Blutstillung eingeleitet ist.